Über 4,5 Hektar, also 45.000 Quadratmeter, erstreckt sich das Maislabyrinth von Michael Gams in Iserlohn. Doch wie viele andere Landwirte hatte auch er sehr mit den schwierigen Wetterbedingungen in diesem Jahr zu kämpfen. Während andere Bauern ihre Irrgärten gar nicht eröffnen konnten, war Michael Gams nur 2 Wochen im Verzug. Dies liegt nicht zuletzt am guten Boden. Wir sehen unser Mais in der Regel etwas früher als normale Landwirte, schon Mitte April, so um den 10. April umzu. Und damit er schon etwas früher anfängt zu wachsen. Wir müssen dann allerdings immer ein bisschen mehr Angst haben, dass er uns nochmal kaputt friert. Denn Frost kann Mais überhaupt nicht ab. Regelmäßiger Regen und genügend Nährstoffe tun dann ihr Übriges und lassen den Mais bis zu 3 Meter in die Höhe sprießen. Michael Gams, der jedes Jahr aufs Neue seine Irrwege mit Rätseln spickt, könnte das Labyrinth mit verbundenen Augen absolvieren. Schließlich hat er es entworfen. Die Besucher haben es da jedoch nicht so leicht, denn den Überblick zu behalten, wenn ein Weg aussieht wie der andere, ist nicht einfach. Aber genau diese Schwierigkeit macht ja den Reiz eines Irrgartens aus. Ja, ich war hier zum ersten Mal, aber es hat mir auch sehr gefallen, das Labyrinth, aber da waren auch viele Sackgassen. Ich bin 1000 Mal in eine Sackgasse gegangen. Also eigentlich wollten wir hier erstmal zum Golfen, zu diesem Swingolf, und dann wollten die Kinder natürlich ins Labyrinth und wir wollten eigentlich warten, das kann ja nicht so lange dauern, das dauerte aber sehr, sehr lange, und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt auch rein und suche die Kinder. Kam dann auch nicht mehr raus und irgendwann habe ich dann auch da eine Zeit zugebracht, aber ist schon eine witzige Sache, finde ich gut. Wer am Tage das Labyrinth gemeistert hat, der kann sein Glück an einigen Terminen sogar in der Nacht versuchen. Noch bis Mitte Oktober bleibt das Maislabyrinth erhalten und wird wohl noch so manchen in eine Sackgasse führen. Dann allerdings wird dieser Mais, wie jeder andere auch, geerntet. Wir nutzen unseren Mais selber. Wir betreiben noch Landwirtschaft. Und der wird ganz normal wie normaler Mais geerntet. Das hier ist ja auch ein normaler Mais, nichts Besonderes. Und er wird gehäckselt zu kleinen Körnern und an unsere Mastbullen mit verfüttert. Auch wenn bis dahin noch einige Zeit vergeht, wünschen wir schon jetzt einen guten Appetit.